Dios mío. Stellt euch vor, ich bin jetzt in den Supermarkt reingegangen, habe den Motor gewogen und draußen ist ein E-Bike weg, weil ich es nicht angeschlossen habe. Glück gehabt. Leute, Hallöchen. Es geht weiter, zweites Video zu meinem Valparaiso-Projekt. Die Einleitung, wird's gerade gesehen habt, ist jetzt schon 5 Tage her. Ich habe hier keine Waage gehabt, bin dann kurz, weil es mich interessiert hat, mit dem Motor in den Supermarkt gefahren, habe den gewogen. Und das Gewicht war wirklich fast wie geschätzt, 1,4 Kilo hat er gewogen. Was super ist, normalerweise wiegt er 2,9, richtig Gewicht gespart, also top. Hab jetzt dann mit dem weiteren Aufbau ein paar Tage gewartet, weil einige Teile, die ich bestellt habe, sind einfach nicht angekommen. Und ich habe gedacht, die kommen noch, wart, kommt schon noch. Sind nicht gekommen. Und ich habe so lange gewartet, weil das Schlimmste für mich ist es, ein Fahrrad, wo funktioniert hat und wo alles gepasst hat, zu zerlegen, um Teile für ein neues Rad auszubauen. Es war leider, ich habe einen Steuersatz hier gebraucht, den ich aus England bestellt habe, vor 3,5 Wochen. Und eigentlich alles ausgeschaut hat, als ob der auf jeden Fall zeitig kommt, aber jetzt im Zoll hängen geblieben ist und der jetzt definitiv nicht kommt. Habe jetzt wirklich bis fast zum letzten Tag gewartet, weil ich gedacht hatte, ich gehe mal frei, aber ist jetzt nicht gekommen. Deshalb alte Rad muss ausbauen müssen, um das neue aufzubauen. Und hier ist jetzt das neue, die Maschine. Und das Ding schaut halt wirklich unglaublich geil aus. Also ich weiß nicht, ob es auf dem Video so rüberkommt, aber in Realität ist es einfach absolut verrückt geworden. Geht's mal rum, dass ihr jetzt das seht. Farblich passt perfekt alles zueinander. Könnte nicht glücklicher sein. Jetzt hat sich halt wirklich eiskalt die Kamera ausgeschalten. Also weiter. Ich gehe jetzt mit euch mal die ganzen technischen Details durch, wo ich an dem Rad jetzt umgebaut habe, um es City Downhill ready zu machen, so gut es geht. Klar ist, da drinnen ist kein Akku mehr und der Motor, haben wir ja im letzten Video schon gezeigt, da ist eigentlich kein Motor mehr, der ist ausgehöhlt. Was ist sonst verändert? Das Fahrrad ist ja eigentlich 29 Zoll. Ich fahre es aber, also Full 29, ich fahre es aber mit kleinem Hinterrad, weil sich das für mich besser anfühlt und deshalb sinkt ja das Tretlager ab, was jetzt beim normalen E-Enduro für mich kein großes Problem war, weil ich habe mit dem Steuersatz den Lenkwinkel wieder angepasst, also es hat sich gleich gefahren, es war nur das Tretlager dann tiefer und dafür habe ich 150er Kurbeln rangebaut und habe dann keine Probleme gehabt. Jetzt aber ist es ja ein Non-E-Rennen und da geht es halt auch um die Effizienz beim Ansprinten. Deshalb wollte ich das irgendwie umgehen, dass ich auch 150er Kurbeln jetzt bei dem Rennen fahre. Ich habe jetzt hier 160er dran und man merkt wirklich beim Ansprinten merkt man den Unterschied vor dem Zentimeter. Deshalb will ich die unbedingt dran lassen. Habe dann überlegt, wie ich das Tretlager ein bisschen höher bekomme. Und deshalb habe ich ja im letzten Video gesagt, habe mir SRAM da einen richtigen Spezialdämpfer gemacht. Jetzt ist wieder die Kamera, nein, ist noch an. Einen richtigen Spezialdämpfer gemacht. Und zwar war das der hier. Weil, wenn man einen etwas längeren Dämpfer einbaut, bei dem Rad wären es ungefähr so 5 bis 6 mm gewesen, dass das Dämpfereinbaumaß ein bisschen länger ist, dann geht das Fahrrad, ohne irgendwas zu ändern, in die, so gesehen, in die alte Geometrie zurück. Sprich, das Tretlager wird angehoben, Lenkwinkel wird steiler und alles ist so, wie wenn es Serie wäre. Jetzt haben wir aber nur einen Dämpfer gehabt, beziehungsweise haben sie einen Dämpfer umbauen können, weil das ist gar nicht so einfach, der 10 mm länger ist und haben den halt geschickt. Und ich habe das ausprobiert und es ist wirklich ums Arschlecken nicht gegangen. Das wäre zu geil gewesen, wenn das gegangen wäre, weil
Wenn der jetzt dann drin ist, ist oben die Wippe am Rahmen angeschlagen. Und zwar richtig knapp. Ich habe dann sogar noch so dieses Display nervt mich. Außermittige Dämpferbolzen, die haben nochmal 2 mm das Einbaumaß gekürzt, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Schade. Also ich habe das Fahrrad wieder so umgebaut, wie mein normales Racebike, wo jetzt da oben hängt, wo ich den Steuersatz ausbauen musste, der nicht angekommen ist, wo ich bestellt habe aus England. Ist immer noch, könnte ich abkürzen, Räder zu zerlegen, die funktionieren, um ein neues aufzubauen. Also was ich gemacht habe, ist Steuersatz eingebaut, minus 1 Grad. Also das, wo das Fahrrad durch den Umbau flacher geworden ist, habe ich jetzt wieder zurückgeholt. Dadurch geht auch das Tretlager um ungefähr 2 mm wieder höher. Das sind schon mal 2 mm, wo ich wieder gewonnen habe. Dann gehen wir mal weiter. Was ich bei dem Rennen fahre, habe ich auch im letzten Video schon gesagt, sind die Maxxis Assegai Reifen. Und ich fahre die, also ich fahre die immer in 2,5, aber auch in 2,5 jetzt hier, weil der Unterschied von einem 2,5er Reifen zu einem 2,4er Reifen sind auch wieder knappe 2 mm Höhe, wo gut ist, weil ich beim City Downhill eben jetzt die längeren Kurbeln fahren will, aber definitiv nicht irgendwie aus Versehen irgendwo einhaken will. Wenn ich irgendwo einen Sprint ansetze und bei irgendeinem Bordstein, Treppe, irgendwo dann plötzlich so einen kleinen Aushebler krieg, will ich auf keinen Fall. Jetzt war die Kamera wieder aus, sorry dafür. Was ist noch neu an dem Rad? Schaut euch die Laufräder an, das ist wahrscheinlich auch auffällig. Keine schwarzen Laufräder mehr, sondern silberne. Das sind die ganz, ganz neuen Newman Bershka Laufräder mit einer ganz neu entwickelten Felge. Ich fahre sie jetzt hier beim City Downhill vorne die Enduro-Felge und hinten die super stabile Downhill-Felge. Ich weiß noch gar nicht, ob die Laufräder überhaupt schon irgendwo veröffentlicht sind. Wenn nicht, habt ihr es jetzt auf jeden Fall gesehen. Was gibt's noch? Achso, schaut euch mal an, was ich hier habe. Das ist heute früh passiert, bei den letzten Vorbereitungen, als ich dieses Batterie-Abdeckcover wollte ich mir Sichtfenster einschneiden und habe ja gemacht, weil die Veranstalter haben mir ja gesagt, es muss erkennbar sein, dass das Fahrrad nicht angetrieben wird. Jetzt habe ich ja einen komplett ausgekühlten Motor, vielleicht lassen sie mir da, vielleicht verstehen sie das. Wenn nicht, habe ich ein zweites Batteriecover, das eben Fenster hat, wo ich ausgeschnitten habe. Und ich bin mit dem eingeölten Messer abgerutscht und habe mir den halben Finger weggesenzt. Da extra die Klinge einölen, damit es schön flutscht. Rutsch ab und schneid mir hier gerade komplett im Finger. Oh. Oh, ich kotze gleich. Also das war richtig dumm, weil heute ja auch, heute Abend um 9 Uhr abends geht der Flieger und ich will das Fahrrad jetzt nochmal testen. Ich bin schon normal gefahren, normale Touren, habe meine Intervalle da drauf gefahren, aber ich bin nicht einmal irgendwelche Treppen oder Sprünge damit gefahren, weil ich warten wollte, bis eben alle Teile jetzt da sind, und um das dann zu testen, so wie ich es fahre. Was gibt es noch zu sagen? Was ist noch special an dem Rad jetzt? Ich glaube, dass ich alles mehr oder weniger durch habe. Nur mal schauen. Schauen. Ja, sonst ist alles. Was ich jetzt mache, ist, ich hoffe, dass das irgendwie mit der Hand geht, weil da ist wirklich ein riesen Cut im Finger drin. ich fahre jetzt zum Hügel, wo ein richtig langes Treppenset ist. Leider nichts, wo man springen kann, aber man kann richtig lange so Treppen runterrattern. Und was ich machen will, ist das Fahrrad schon mal grob einstellen, auf was ich dann beim City Downhill brauche, weil das City Downhill Event ist so ein Tagesevent. Sprich, man hat zwei Trainingsläufe, dann Quali, dann Rennen. Also es geht direkt ab, man kann da dann nicht viel ändern. Und was ich in der Vergangenheit festgestellt habe, ist, es gibt ein Federungssetup, was dich auf Treppen langsamer macht. Ich weiß nicht warum, also es gibt eine Einstellung, wo
wo ich glaube, wenn die Gabel und Dämpfer perfekt funktionieren, dass sie es schaffen, irgendwie die Treppen zu kopieren, also dass sie perfekt federt, dann macht es dich langsamer. Also du fährst in Treppen runter und du wirst einfach langsamer. Das habe ich irgendwann mal festgestellt. Und dann geht man entweder extrem viel härter, um nicht in den Bereich reinzukommen, oder langsamer, dass der Rebound deutlich langsamer ist, dass der Dämpfer das nicht mehr schafft, das Gelände zu kopieren. Auch dann rattert es schneller drüber oder schneller, dass man fast ohne Rebound fährt. Also es gibt drei Möglichkeiten, die man machen kann, um das Rad auf den Treppen schneller zu machen. Und ich muss jetzt einfach mal grob schon mal anpassen, einfach locker die Treppen runterfahren und ein bisschen ein Federungssetup machen. Genau, das war jetzt mal wieder gerädert bis zum Abwinken. Habe jetzt schon Kopfweh eigentlich und wahrscheinlich auch ganz schön wirr, aber ich habe es halt jetzt gesagt, so wie es mir einfällt. Was ich gemacht habe, ist das Vorsetup schon mal vom Vivid Dämpfer. Ich habe zwei Volume Spacer reingemacht und der Druck, den ich jetzt erfahre zum Anfangen, zum Probieren, ist 260 PSI. Normalerweise fahre ich bei den Enduro-Rennen 185 PSI. Und jetzt so von wie ich die Touren gemacht habe und wie ich es im Gefühl habe, so wie sich meine Fahrräder die letzten Jahre bei den City Downhills angefühlt haben, ist das jetzt ungefähr so, wie ich es wahrscheinlich fahren werde. Also das Grundsetup ist jetzt erstmal 260 PSI hinten, in der ZEP 100 PSI, Hydraulik ungefähr alles mittig eingestellt jetzt erstmal. Was ich noch vergessen habe, Ersatzlaufradsatz, ein bisschen speziell. Vorderrad gleich, Assegai, Downhill-Version 2.5, weiche Mischung. Hinterrad, wenn die Strecke es zulässt, weil es war schon, wenn ich so zurückgedacht, oder ich habe zurückgedacht und es war schon zweimal so, dass sie die Strecke so abgesteckt haben, dass es wirklich super wichtig war, dass das Rad gut rollt. Für mich war es da wichtiger, dass es gut rollt, als dass ich maximalen Grip habe. Für das habe ich jetzt noch einen anderen Reifen aufgezogen auf dem Ersatzlaufradsatz, Minion DHR2 in Maxterra Double Down. Maxterra heißt, das ist die Mischung, die besser rollt. Und das sieht man auch hier am Reifen. Ich sehe gerade nichts, weil das Display wieder nicht geht. Und zwar sieht man hier herinnen, also man sieht es an der Farbe ein bisschen, dass das hier heller ist. Die Lauffläche, die inneren, das innere Profil, hat eine schnellere, härtere Mischung. Das sieht man, wenn man das so macht. Der ist schnell. Weniger Rollwiderstand, also rollt deutlich besser, aber auch weniger Grip. Aber an die Außenstollen weicher, langsamer. Also sprich, Außenstollen fühlen sich so an wie beim Downhill. Und innen auf der Lauffläche rollt er gut. Das wäre der Reifen, den ich probieren würde, wenn ich sehe, dass die Strecke, dass da viele Bereiche sind, wo es wichtig ist, dass das Rad gut rollt. Also das würde ich dann wahrscheinlich probieren. Deshalb habe ich es schon mal aufgezogen. Ansonsten, was gibt es noch? Genau, die Waage habe ich mir besorgt. Das Fahrrad nämlich. Das Fahrrad habe ich gewogen. Es wiegt, so wie es jetzt darstellt, wiegt 17,5 Kilo. Finde ich voll okay. Ich denke, dass die Räder von den anderen wahrscheinlich ein bisschen leichter sind. Die mit den Enduro-Rädern fahren haben so 14,5-15 Kilo. Die mit dem Downhiller wahrscheinlich auch so um die 17 Kilo. Also ich habe vom Gewicht her, würde ich jetzt sagen, habe ich keinerlei Nachteil. Was ist noch? Oh, leck. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht zeigen. Jetzt zeige ich es aber mal schnell. Und zwar sind das hier die neuen Tire Trooper. Meine Reifeninserts, die ganz neuen. Holy moly, dieses Zeug ist krass. Also ist wirklich krass. Wer einen Durchschlagschutz sucht, wird bald auf den Markt kommen. Ansonsten, Elzert, Zeit läuft gegen mich. Schnell zu die Treppen, ein Mini-Setup machen und dann packen und ab zum Flughafen. Warum habe ich mich vor dem Rennen jetzt so einen Cut reinmachen müssen? Das ist doch verrückt. Leute, wie krass ist das? 35-jähriger Familienvater lässt sich von seiner Frau auf Ibiza mit dem Auto einen Berg hochziehen, damit er mit dem Fahrrad Treppen runterfahren kann. Alter, das darf man auch keinen erzählen.
boah, ich kann wirklich den Lenker nicht gescheit halten. Also wie gesagt, das ist jetzt nur runtercruisen, um einfach fürs Fahrwerk mal zu schauen und auch, damit sich alles am Bike setzt. Weil so Treppenzeug ist wirklich für Fahrräder die absolute Hölle. Es kann sein, dass sich am Anfang ein bisschen was lockert und das hole ich dann schon mal weg. Perdona, es es un poco de testing para una nueva bici. Ah, está probándola. Sí. Yo voy a voy a Chile para un carrera de downhill urbano. Es una nueva bici, so un poco de testing. ¿Es eléctrica? No. Es normalmente es eléctrica, pero es sin batería. Sin batería. Sí. Ah, está muy bueno. Gut. Also, das war's jetzt. Bin jetzt 4-5 Mal die Treppen einfach runtergefahren. Fühlt sich alles gut an. Alles. Ich könnte es mir gerade nicht besser wünschen. Also das mit dem Finger war natürlich richtig dumm, dass das jetzt heute passiert ist, weil ich wäre schon gerne nochmal zu irgendwelchen Treppen und wäre ein bisschen geküpft und so. Aber das war jetzt echt ein bisschen risky, weil ich es nicht richtig halten kann, dass da die Hand dann über den Lenker geht. Und ich brauche es jetzt eh nicht. Ich bin jetzt so froh, dass das Fahrrad ist perfekt. Ich bin fit. Also körperlich fit. Das ich packe jetzt das ganze Zeug in Karton. Fahr zum Flughafen, schneid, wenn ihr Zeit habt, das Video noch, dann seht ihr es. In Chile, in Valparaiso, will ich auf den Lars Schaal treffen. Das Freeride-Magazin schickt einen Lars Schaal Fotografen mit. Der wird so Behind-the-Scenes-Story davon machen. Super geil, danke Freeride-Magazin. Ich bombardiere euch weiterhin mit Videos. Da ist es. Kommt jetzt in Karton. Es ist so geil. Oder? Sagt es doch mal, das ist geil. Ich kann es nicht glauben. Alles richtig perfekt. Jetzt geht's ab, Valparaiso. Wir kommen. Bis zum nächsten Video. Ciao.